Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. Freunde, genau, wir fangen an mit dem Manuelsen-Statement. Ja, Manuelsen hat auch ein Statement gemacht mit Jihad, aka Jihad. Das werden wir uns natürlich erstmal reinziehen, bevor wir rübergehen zu Icon. Ja, so, fangen wir direkt an. Gehen Danke, Leute, ich habe euch auch vermisst. Ich weiß, man hat auf den keinen Bock, wenn ich nicht dabei bin. Deswegen, ich bin wegen euch wieder da. Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, wie euch fühlt mit dem Typen alleine, habe ich gedacht, haram, mach das nicht einmal. So. Ich lag gerade. Wir haben heute die, also erstmal, aber an alle. Ich mach mal auf 1,25, liebe Friends. Damit ein bisschen schön, dass ihr da seid. Wir haben heute Hochzeit gefeiert von unserem Bruder Hasim. Da, deswegen hatten wir die Anzüge an, nur zur Info. Ja, für einen oder anderen, der sagt, hey, warum ist ich dann im Stream mit einem Anzug? Ich warte immer auf meinen, aber... Deiner kommt auch noch. Ich will natürlich alles Gute wünschen. Okay. Viel Erfolg für die Zukunft. Wir sahen sehr gut aus heute. Wir haben Anzüge von Favori Suits gehabt. Vielen Dank an die Jungs von Favori Suits aus Duisburg. Favori! Ich hatte sehr enge Schuhe an. Wird schön sein, wir muss leiden. Ich hatte sehr enge Schuhe an, aber ich bin dann schnell nach Hause gefahren. Nach der Hochzeit. Um mich ein bisschen zu relaxen, so auf Sonntagabends. Ich lag auch schon im Bett eigentlich. Doch wurde dann durch eine etwas störende Nachricht irgendwie wieder ein bisschen aufgeschreckt und hab dann überlegt, dass ich ganz kurz mich dazu äußere, wirklich nur ganz kurz. Ja, alle einmal Blue Kasim, Dankeschön. Der sagt so ganz kurz äußern, das geht so, Video geht 20 Minuten so. In Hasims Namen, Dankeschön. Dankeschön. Die hat sich aus wie aus dem Mafia-Film, Alain. Oder was für ein Mafia-Film, Bruder? Ich küsse dein Herz. Warum? Weshalb? Guck mal. Ich, guck mal, Shabab. Warum macht ihr mit mir so? Warum macht ihr mit mir so? Charo, warum machst du mit mir so? Warum tust du das? Warum tust du das? Warum machst du das? Warum? Warum tust du das? Ich habe dir nie irgendetwas getan. Ich habe dir nie was Schlechtes gemacht. Nie, niemals. Ich habe dir nie irgendwas angetan. Ich bin der netteste Mensch der Welt immer zu dir gewesen. Zu jedem Menschen. Ich bin nett. Ich bin lieb. Ich spiele mich nicht auf. Ich unterdrücke niemanden. Ich tue niemanden was an. Warum machst du das, Charo? Ja, das muss man natürlich auch sagen. Ne? Manu war immer zudem sehr, sehr korrekt. Ne? Kann man nichts anderes sagen. Kann ich nur bestätigen. Früher auch schon. Kämpfen die gegeneinander jetzt? Ha? Kämpfen die jetzt gegeneinander oder was? Wer? Der und Charo. Was? Bist du doof? Was ist denn da? Was? Ich weiß gar nicht. Bruder, wenn du nicht weißt, halt dich zurück. Wenn du 5 Millionen auf dich legst, wird das nicht passieren. So. 5 Millionen nicht. Nee, weil das so wie. Der fährt doch einfach so random, der weiß gar nicht, was kämpfen. Ich weiß gar nicht, was. Wird das ein MMA-Kampf oder? das ist Berlack oder? Ein Bilderturnier. Taschenbillard. Charo, warum tust du das? Warum ist dein Selbstwertgefühl so niedrig, ne, dass du denkst, dass du das machen musst, was du da gerade im Internet abziehst? Warum liebst du dich nicht selbst? Warum machst du das nicht? Warum siehst du dich so klein? Warum liebst du dich nicht selbst? Warum hast du dich, Alter? Was hast du dir getan, dass du dich so hast? Das ist auch so ein ganz, ganz behinderter Satz. Ne? Warum liebst du dich nicht? Ich krieg da so Bilder im Kopf, Lillipone, so alleine in der Dusche, kaltes Wasser. Warum? Und meine Wünsche drüber. Warum? Wieso? Ich hasse mich so sehr. Komm so. Warum siehst du dich so klein, dass du wirklich denkst, dass du nötig hast, rauszugehen? Und über mich zu lügen, über mich. Ich hab keine Lust mehr, immer eure Lügen zu decken, weil wir euch einen Gefallen tun oder dem einen Gefallen tun oder denen einen Gefallen tun oder hier ist Salih Anabi oder hier ist Karen Schala oder hier geht schon, mach schon, nächstes Mal, mach auf mein Bad, mach auf sein Bad, dies, das. Ich hab keinen Bock mehr, immer mein Gesicht dafür hinzuhalten. Ich hab 20 Jahre lang hart gearbeitet, ne, dass ich Manuelsen sein kann. Ja, das muss ich mal auch echt mal hier an der Stelle sagen, das habe ich euch aber auch schon mal gesagt.
die Leute, für die Newcomer oder für diese neue Bubble aktuell ist so Manu irgend so ein Typ gerade, vielleicht. Aber ey, der Manu hat 20 Jahre Hip-Hop-History hinter sich. Ja, das heißt, Manu hat schon mit 18 den fettesten Porsche gefahren, nur durch Musik. Da gab es noch nicht so Deutsch-Rapper und hast nicht gesehen. Der Typ ist ein Künstler durch und durch. So, weißt du, was ich meine? Und da kommen dann irgendwelche, egal wer jetzt oder auf TikTok, egal wo, die wollen so Manu ans Bein pissen. Denkt schon mal, was ist mit euch los? Wer seid ihr denn? Das Problem ist, dass diese TikTok-Welt unter anderem gewisse Leute, No-Names, ein gewisses Gesicht gegeben haben für eine Aufmerksamkeit. Verstehst du, was ich meine? Bruder, Instagram und TikTok hat sowieso auf einer Seite gut, dafür, dass jeder so schnell hochkommen kann, aber auf einer Seite scheiße, dass die Guten nicht mehr zu sehen sind. Genau, so der einfach. Schmock kommt plötzlich hoch und diese Fitner, jeder will nur noch so Ansagen und hat nicht gesehen. Oh, der Choleriker. 5 Abos an die Community, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, Flair steckt nicht dahinter. Liebe Grüße. 25 Jahre, ich habe hart gearbeitet. Wer hat mir diese Arbeit zurückgegeben? Ihr habt heute alle Glück. Ihr könnt einen YouTube-Kanal machen, ihr könnt euer Content machen und findet statt und werdet berühmt, werdet Stars, verdient Tausende von Euros. Ihr könnt das, diese Möglichkeiten hatten wir alle damals gar nicht. Warum seid ihr so unfair? 100%. 100%, oh mein Gott. Also unser Struggle war wirklich hart und real. Heute ist nur noch, ich mache Account, wenn ich viral gehe, gehe ich viral. Oder ich gehe zu so ein Format. Oder hast du nicht gesehen? Damals waren YouTube-Formate oder irgendwas. Mann, Alter, wisst ihr, wie hart das war, dass man Leute erreicht? Ja, alter Mann. Das hat mit alter Mann nichts zu tun, oder? Ich sag immer, ich weiß, ihr habt den Krieg für uns geführt. 100%. Ihr habt die Fläche sauber gemacht für uns. 100%. Wir haben die Beziehungsweise Türen, für die, ich bin irgendwo in der Mitte. Ja. Wir haben die Türen aufgemacht und wir sind nur noch durchgegangen. Irgendwann muss man auch als Opa akzeptieren, dass man Platz machen muss für den frischen Wind. Und der frische Wind, der bringt auch andere Duftnoten mit. Und manchmal riecht es eben nach Scheiße. Bis wie ihre Mütter ficken. Scheiße ist Geld, Bruder. Dann segeln die zurück. Ja, dann muss die alten Knochen aufrappeln. Und lügt seit Jahren über Manuelsen. Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Charo, warum gehst du raus? Warum gehst du raus und sagst, der Manuel hat sich bei mir am Telefon entschuldigt, weil der musste? Warum machst du das, Charo? Ich möchte das verstehen. Warum tust du das? Warum zwingst du mich in diese Situation, dass ich dich blamieren könnte vor Twitch jetzt? Warum machst du das? Hör doch auf damit. Warum hörst du nicht auf? Er tut dein Herz nicht weh, wenn du ihn das. Warum gehst du raus und sagst, Manuel musste sich entschuldigen bei mir und ich gebe dir jetzt was auf Mardelli mit, weil dies da. Erstens, seit wann bist du Mardelli geworden? Ey, aber er hat recht. Er hat recht. Er hat den Status Mardelli abgegeben, freiwillig vor 2 Jahren, indem er gesagt hat, Mardelli ist sein Volk und ich will nicht zu denen gehören oder zu denen gezählt werden. Er ist da raus. Für mich ist er auch kein Mardelli. So, wer sagt, dass es ein Volk ist, beleidigt alle. Wo hat er das gesagt? Ich weiß nicht, irgendwo war das. Irgendein Gespräch. Ich habe das auf jeden Fall gehört, also Ausschnitte davon gesehen auf TikTok. Hat er gesagt, Mardelli sind ein Volk. Die sind irgendwann mal aus Ägypten als Nomaden hingereist. Ägypten? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Hat selber gesagt, es ist ein, der sich selber und seine Familie und alle Familien beleidigt hat. Darauf bin ich auch damals drauf eingegangen, aber ist auch jetzt egal. Und hat gesagt, er möchte nicht dazu gezählt werden. Gut, kein Problem. Ja, Mardelli zu sein ist etwas, worauf man stolz ist. Wenn du das nicht willst, gib, ich nehme deine Portion mit. Ich bin doppelter Mardelli jetzt. Ich nehme deine Post. Double Delhi. Double Delhi. Ein McDouble Delhi. Aber das, nach dem Double B ist das R. Delhi. Double Delhi. Ja, so ist das. Ja, aber man muss auch ehrlich sagen, ich kann da natürlich, ich habe ja natürlich auch ein Statement, ein sehr ruhiges Statement gemacht, auf meine Art, damit man auch mal den ruhigen Sinan wieder mal sieht. Ne? Ich kann natürlich hier Manu komplett verstehen. Er ist ein erwachsener Mann und man hat das dann so dargestellt, als hätte ein erwachsener Mann sich dann plötzlich gerade machen müssen, im Sinne von sich entschuldigen müssen. Und hast nicht gesehen, was natürlich in diesem Punkt oder in dieser Sache einfach nicht stimmt. Und das hat natürlich Manu auch mich irgendwo ganz komisch dargestellt. Weil wir natürlich ein bisschen große Fresse hatten, sag ich mal. Weil wir natürlich uns verteidigt haben. Und dann auf einmal am nächsten Tag, ja, wir mussten uns entschuldigen. Das ist natürlich sehr, sehr komisch.
Und da kann ich natürlich Manu verstehen, dass er da komplett ausrastet und außer sich ist. Ne? Das muss man nun mal nachvollziehen, weil es halt so nicht der Wahrheit entspricht einfach. Ich habe gedacht, alle Madelli sind dumm und alle Madelli sind ein dummes Volk und du willst nichts mit denen zu tun haben. Seit wann bist du Madelli geworden? Du bist nur Madelli, wenn es um Streit geht? Weil du dann denkst, dass Leute, die Madelli sind, die weitaus mehr auf der Straße gemacht und getan haben und für ihren Ruf gearbeitet haben. Schuldig. Und sich gerade gemacht haben auf der Straße und schuldig. Durchgezogen haben auf der Straße. Schuldig. Willst du von ihrem Fame jetzt willst du was abhalten, indem du jetzt sagst, ich bin Madelli? Aber wenn es um deine deutschen Kooperationen geht und um deine deutschen Geschäftspartner und um deine deutschen Kunden und um deine Geschäfte, dies, das, dann sind die Madellis ein Volk und du zählst dich nicht zu ihnen. Aber wenn es um Streit mit Manuelsen geht, dann auf einmal fährst du in die Madelli-Filme. Warum machst du das, Charo? Warum machst du das, Charo? Guck mal, ich sag euch ganz ehrlich, jeden, der jemals ein Meme über mich gemacht hat, glaub diesen Leuten nicht. Ich bin ein sehr intelligenter Mann, Ich bin so intelligent, dass es mir manchmal selber wehtut. Ich wünschte, ich wäre dümmer, dann würden mir eure hinterlistigen Sachen nicht immer auffallen, von Anfang an schon. Ich wünschte, ich wäre dümmer. Warum machst du das, Charo? Warum erzählst du den Leuten nicht die Wahrheit, Charo? Die Wahrheit ist, dass weder Jihad noch ich dich von Anfang an, wo der Streit jetzt angefangen hat, von Anfang an nicht eine Sekunde ernst genommen haben. Wir nehmen dich nicht eine Sekunde ein bisschen ernst. Allah, gar nicht. Und guck mal, Charo. Olaf, weil. Gar nicht. Das war sein Moment, okay, jetzt rede ich. Herzlichen, alles klar. Der will direkt Krieg machen. Bei Jihad war das so der Fall, der war so am Kochen innerlich. Ja. So. Okay, Manu, gut gelegt. Gar nicht. Ja, alles gut. Jetzt nehme ich die ganzen Trigger-Sachen, was du da versuchst, machst und immer die Leuten irgendwelche Lügen zu erzählen und zu sagen, ja, kein Mardelli hat dir die Hand gereicht. Habibi, hier ist ein Vollblut-Mardelli. Ich reiche nicht nur meine Hand. Ja, Allah, ich stehe Seite an Seite, Rücken an Rücken. Okay? So schön. Okay? Voll ich auch, Manu, hier. Ich stehe zu meinem Fehler und meiner Herkunft. Deine Hand. Okay? Wenn ich die Fehler mache, trage ich die selber. Das hat nicht mit meiner Herkunft oder mit meiner Familie zu tun. Sehr, sehr stabil von Jihad an der Stelle, muss man sagen. Oh, Cholerica wieder mit 5 Abos an die Community. Vielen Dank, mein Bruder. Ich küsse dein Herz. Kurz einmal positionieren. Wir reichen Manuel, ich und meine ganze Familie und alle, die zu uns gehören und alle Mardellis, die mit mir gut sind, reichen Manu die Hand. Und guck mal, was für einen sogar. Guck mal. Batsch. Und Ahawas ist auch da, Iran. Chababon. Schababon ist auch da. Lass den Adler reinfliegen. Flieg den Adler. Lass den Adler reinfliegen. Lass die Taube aus dem Käfig. Lass den Adler aus dem Käfig. So. Okay. Aber leider Gottes musste sich deine Familie für dich gerade machen und hat uns angerufen und hat meine Familie angerufen, die Älteren. Und bitte, redet mit denen. Von ihnen kommt nichts mehr. Redet mit ihnen. Meine Familie, die nichts mit sowas hier zu tun hat, musste mich anrufen und zu mir sagen, Gerd, rede mit Manuel, zieht euch ein bisschen zurück für uns Rater und für die Jungs, für seine Brüder, weil die gerade verzweifelt sind, weil ihr Bruder schwer krank ist, haben wir gesagt, alles. 80.000? Machen wir. 3 Tage haben wir uns beleidigen lassen. Und wir haben nichts gesagt. Nichts gesagt. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist jedes Mal Screenshot gemacht und deinem jüngeren Bruder, nicht mal deinem älteren, deinem jüngeren Bruder geschickt. Screenshot, hier, bitteschön. Du hast gesagt, er macht nichts mehr, hier, bitteschön. 3 Tage haben wir uns beleidigen lassen. Ja, das stimmt natürlich, ne? Das kann ich natürlich nur bestätigen. Das war nach der Story, die erste Story, die ich gemacht habe. Danach ging es so irgendwie weiter. Und natürlich waren wir im Austausch mit dem jüngeren Bruder, der natürlich sehr korrekt war, auch mit uns geredet hat, hier so, ohne irgendwie respektlos zu sein oder sonst irgendwas. Weil ihm natürlich das Ganze auch sehr unangenehm war. Aber ihm zuliebe haben wir auch natürlich gesagt, okay, komm mal, wir kennen uns 20 Jahre, ist gar kein Thema. Wenn du sagst, da kommt nichts mehr, Bitte. Ey, Sandukan, schreib mir mal bitte auf Instagram, Bruder. Ey, Bruder. Der hat zu viele Bitcoin-Informationen geschrieben, Bruder, die alle geguckt, gut sind. Ich hab grad geguckt, Bruder, das ist krass. Okay, Bitcoin ist auf 80. Und weißt du, was das krass ist? 80.000? So ein Glück, dass ich keins habe. Ey, Wallah al-Azim, im Knast hat mir einer gesagt, Bruder, ich habe 2 Bitcoins, wenn du willst, kannst du die für 25 haben. Und ich habe da gar keine Ahnung, ob ich da verpiss dich, ich gebe dir nur 25.000 für Bitcoin. Und er hat Wallah al-Azim gesagt, die werden Ende des Jahres bei 80 sein. Guck mal, was der gerade schreibt. Der wird auf 90 steigen heute, sagt einer. Sitzt er noch? Ey Bruder, falls du das hörst, ich kauf die für 25. Die sind bei 70. Ich kauf die für 25. Der Zug ist abgefahren, mein Lieber. Schreib mir Instagram einmal für 7, Bruder, Alter. Tu nicht so, als wäre ich ein Unbekannter, ja? Gib mir dein Instagram, sagt er. Wenn du für 25.000 holst, Bruder, das lohnt sich. Natürlich, wenn der bei 70 ist, Bruder. Das ist ein Drittel, Bruder.
Krasse Scheiße. Also ich bin, glaube ich, der Einzige, der nur 4 oder 5 Bitcoins hat. Der Walla? Ey, weißt du, was ich gehört habe? Wenn ich dich hier zum Beispiel packe, abziehe, ich will eigentlich der Endbitcoiner sein. Der Endbitcoiner, ja. Wenn ich dich packe, dich abziehe, deinen Bitcoin nehme, auf meine Wallet packe, kann niemand auf dieser Welt, nicht mal CIA, da dran kommen. Nein, geht auch nicht. Deswegen, Leute, passt auf eure Bitcoins auf. Gibt nicht preis, wer die hat. Naja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe kein Bitcoin Haram leider. Coin. Naja, leider habe ich keinen Bitcoin, aber so ist das nun mal, scheiß drauf. Lügen über uns erzählen lassen. Halas, du weißt nicht, was mit dem los ist. Der so, guck mal, ich habe deinen jüngeren Bruder versprochen, dass ich nicht preisgebe, was mit dir los ist. Ich halte mein Wort. Weil ich bin ein Mann im Gegensatz zu dir. Okay? Wir sind Männer im Gegensatz zu dir. Wir halten unser Wort. Okay, wir halten unser Wort. Arafat hat die krassesten und die meisten Bitcoins, die ich je in meinem Leben gehört habe. Die Zahl macht mich schwindlig, wenn ich davon höre. Aber das stimmt also? Ja, das stimmt. Die Geschichte aber muss Arafat euch selber mal erzählen. Ich weiß nicht, wie viel ich sagen darf. Ist auf jeden Fall Multimilliardär, wenn er die hat. Deswegen werde ich nicht verraten, was mit dir los ist. Ne? Aber. Hat er schon erzählt? Ja, okay, dann wisst ihr die Geschichte mit seinen Bitcoins. Also geisteskrank. Also, wenn das ist. Also, Arafat, ich küsse dein Herz. Du weißt, ich bin dein bester Bruder, ne? Falls du die Bitcoins zurückkriegst. Scheiße, Alter. Aber der Fass ist zu voll, dass du rausgehst und sagst, der Manuel hat sich bei dir entschuldigt. Habibi. Kassaman Billah, ich habe nicht einmal mit dem geredet, außer dieses Telefonat, wo das passiert ist, was passiert ist. Und ich will jetzt nicht reden. Eigentlich sollte ich reden, damit die Leute sehen, was für einer du bist. Aber ich mach's nicht. Warum? Ich geb dir auch einen mandelischen Spruch, wie du sagst. Kerman einer hoi. Nein, Kerman einer hoch. Was? Kerman einer hoch. Für das Auge deines Bruders. Israel Kabir. Kerman einer. Deswegen rede ich nicht. Und vergiss das bloß nicht. Vergiss das bloß nicht. Aber wie komisch das ist, ne? Hä? Ja, und ich hab dann deinen kleinen Bruder angerufen. Ja, das ist schon. Sagt man nicht eigentlich großer Bruder? Eigentlich ja, aber der Kleine hat, also der Jüngere hat sich natürlich ein bisschen um uns gekümmert, so angerufen und telefoniert und so. Deswegen. Hat sich bei dir entschuldigt. Weder Manu noch ich, noch sonst irgendjemand. Und Wallah Billah, ich entschuldige mich nicht. In 700 Leben nicht. In 700 Leben nicht. Für was denn auch? Für was denn auch? Für deine Fehler? Ja. Dann mach deine gerade Fehler im Internet. Geh raus, mach deine Fehler gerade. Wir sind einsichtig, wir sind Männer. Wenn uns ein Auge anguckt, gucken wir mit 2 Augen an. Na, weißt du was, wir sitzen hier zu zweit, wir gucken dich mit 4 Augen an. Wir sind größer. Das ist, falls mal ein Chamäleon vorbeiläuft, nur einmal so guckt, wir gucken mit 4 Augen auf den drauf. So. Gib mir deine Bitcoin. Wo ist dein Bitcoin? Wir können froh sein, dass das Auge nicht bei dir in der Mitte ist, damit das wie so bei nur eine Taube ist. Wir gucken mit 6 Augen. Insgesamt sind wir 10 Leute. Wallah, Jihad ist eine Blume, Alter, wirklich. Also das Ding ist, der Jihad wird halt nicht. Der Jihad, bei Jihad ist das so eine Sache, ne? Der Jihad wird nicht schnell sauer. Aber wenn er sauer ist, dann muss man ihn schon echt auf die Palme bringen. Ne? Und das ist so ein Moment hier. Nein, bei Jihad merkst du das nicht. Du merkst das bei Jihad nicht so sehr bei mir. Aber bei Jihad ist einer, der kann seine Ausraster im gleichen Ton sagen, wie er auch normal redet. Ja, ja. Manuel, merkst du. Wenn der, ja, klar. Ist er sauer, wenn normal ist er normal. Ja, ja, klar. Das stimmt, du hast recht, aber bei Jihad merkt man das so minimal, wenn der so sauer ist. Bei mir ist es andersrum als bei dir. Ich kenne ihn ja schon sehr lange. Bei mir ist immer wieder so, ich diskutiere und streite. Ja. Bei dir, wenn das Problem bei dir ist, wenn du mich nach der Uhrzeit fragst, Leute denken von Weitem, wir streiten uns. So. Wallah, komisch. So. Augen an. So. Mit meinen beiden und mit den Augen, die uns geben. Ja. Mit denen gucke ich dann auch an. Auf Mardelli G, lass dir sagen, was heißt Kif Denabek. Wallah, Habibi. Der einzige, der Kif Denabu Intue. Okay? Und wenn du im Internet rausgehst und redest, dann redet die Wahrheit. Und ich sag dir auch einen Mardelli-Spruch. Kat Awetsch, wahki Dogri. Sitzt schief und dreht gerade. Okay? So. Geh, nimm das und geh zu deinen Brüdern und frag, was das heißt. Okay? Bis hierhin und reicht. Wallah. Versteht ihr? Aber gut ist. Hör auf, Charo. So. Charo, hör auf! Komm zu dir! Oder wir wollen dir doch gar nichts! Wir wollen dir doch gar nichts! Der Mann ist so lieb, Bruder! Ja. Seht ihr mich so groß, Janne? Seht ihr diesen demütigen Mann? Ich bin demütig, Bruder!
Ich spiele mich nicht größer auf, als ich bin. Ich bin demütig, Bruder. Ich bin klein. Ich bin klein, Bruder. Seht ihr mich so groß, dass ihr es für wichtig erachtet, im Internet jedes Mal zu gehen und die Leute anzulügen, dass ich da Schläge gekriegt habe, hier erniedrigt worden bin, da zum Hund gemacht worden bin, da in die Ecke gestellt und dies und das und das und das. Seht ihr das für so nötig, dass ihr den Leuten jedes Jahr immer wieder die gleiche Scheiße erzählen müsst? Seht ihr mich so groß, Janne? Ja, ist halt so, ne? Man sieht ihn halt so groß, weil er auch natürlich so groß ist. Oder der ist 2,15 Meter. Ne? Und natürlich liegt das halt auch immer an diese Klickzahlen, ne? Das ist halt, Manuelsen kann man halt versuchen zu triggern und meistens ist Manu auch ja ein bisschen emotional und dreht dann auch durch. Und das ist das Ding, die Leute sehen auf Manu oder bei gewissen anderen Leuten halt immer ein Sprungbrett nach oben. Weißt du, ich meine? Aber ich habe noch nie einen von diesen Leuten gesehen, dass der vor Manuelsen seinen Mund aufgemacht hat, egal wen aus dem Internet jetzt, habe ich noch nie erlebt. Also ich habe noch nie gesehen, dass einer vor Manu stand, Kopf an Kopf und eine große Fresse hatte. Aber ich habe das noch nie erlebt. Und ich kenne Manu 25 Jahre. Schon seit ich klein bin, kenne ich den. Ja, also wirklich. Ich habe noch nie so einen von diesen Leuten gesehen, der große Fresse hatte. Ja, ja, böse Kelban ist was anderes. Das ist so Boxen und so. Ich rede von echten Beef. Ich rede nicht von dieser Pimmelscheiße, ne? Der lebt der noch, böse Mann, Alter? Was mit dem? Keine Ahnung. Der leckt seine Wunden. Hat er selber gesagt. Ich ziehe mich zurück und leck meine Wunden. Okay. Achso, okay. Ja, der hatte ja einen Autounfall. Oh, okay. Ja? Also ich dachte, weil er Schläge von der Pussy gekriegt hat. Ach so, okay. Ich dachte, deswegen hat er das. Achso, stimmt, da war ja noch was. Stimmt. Der hat ja einen miesen Autounfall noch danach. Stimmt. Ne, danach war ja wirklich... Ne? Demütig, Bruder, ich bin klein. Ich bin niemand. Ich bin ein Niemand. Ihr braucht euch nicht auf mich profilieren, Bruder. Kein Mardelli konnte dir helfen. Kein Rocker konnte dir helfen, wo ich mit dir war. Mean End. Ulili, Mean End. Wer bist du? Dass ich für dich irgendwen anrufen muss. Er weiß, woran ich immer denken muss, wenn der Mann so redet. Wie dieser, kennst du dieses ganz, ganz früh am Gericht, wo die noch diese weißen Perücken hatten? Ich bin niemand! Binend! Wer bist du? Ich bin klein! Wo der Richter so 7 Meter hoch ist. Das zieh dir mal diese Dings, aber. Da sind richtige Vibes, Digga. Wer bist du? Hinter am fucking Haar, Janne, what geht dir? Denkst du, du bist niemand hier! Du bist niemand! Boah. Genau wie ich! Seh mich nicht so, als ob das was Tolles ist. Ja, wir haben Manuel, der musste kommen und der musste dies und der musste das. Wenn ich einen Fehler mache, keiner muss mich rufen. Ich komme von alleine, Bruder, ich bin klein. Ich bin niemand. Ich bin niemand. Da war doch der unbewusste Adler, oder? Fahren wir mal Vato, den Experten. Ich bin klein! Warte. Ich bin niemand! Würdest du den durchlassen? Das ist. Wird er die kosovarische. Nein, geh mal ein Stück zurück. Ganz kleines Stück. Würde er. Ich bin klein! Ich bin niemand! Da! Würde er die. Weil er hat sein Herz berührt dabei. Ich weiß, man kriegt die kosovarische Staatsangehörigkeit nur, wenn der rechte Adler auch das Herz berührt. Noch ist das der deutsche Adler. Warte, Moment. Nein, warte jetzt. Da ist er. Ja. Da ist er. Also, da ist der unbewusste. Adler, das ist sogar ein UCK-Adler. Guck mal, die Flügel sind verletzt. Der kommt aus dem Krieg, Bruder. Der hat 76 Kerben in seiner AK. Also das ist der Unbewusste. Ne? So, und hier hat er sich nochmal gespalten. In zwei Richtungen. Hör auf damit, Charo! Charo, hör auf damit, es reicht! Du bringst deinen Bruder... Der älter ist als ich, in eine Situation, wo er für dich anruft. Du bist ein erwachsener Mann, du hast Kinder. Und dein großer Bruder muss anrufen und versucht, eine Sache für dich zu klären, wo du nicht im Recht bist. In was für eine Situation bringst du diesen Mann? Okay, Bruder. Ma bis dahi, Jane. Inti, ma bis dahi, Achaye. Schämst du dich nicht? In welche Situation bringst du? Ich schwöre, einer hat mich... Guck mal, dein jüngerer Bruder hat mich angerufen mit einem Mann, mit einem älteren Mann, ein Onkel. Die sagen, du hast so und so gemacht. Ich sag, nein, so und so ist das. Screenshot-Beweise, dies, das, tralalala. Die sagen, oh, Hannes, ja, das wussten wir nicht. Ich sag, ja, bitteschön, so ist das.
Pallas, wir haben mit ihm geredet, von ihm wird nichts mehr kommen. Amo, alleine Orase, du bist älter, du bist Onkel, wir machen dein Wort nicht zwei. Wenn du sagst, Pallas, wir lassen den bei dir, kein Problem, wir brauchen wir nicht. Eine Stunde später, du brichst das Wort von diesem älteren Mann, von dem, den ich Onkel sag, den Jihad Onkel sagt, du brichst das Wort von diesem Mann. Du, so, dass dieser Mann, wo wir dann wieder angerufen haben, gesagt haben, Schwajane, was ist das hier schon wieder? Dass dieser ältere Mann sagen muss, es tut mir, ich habe ihn gar nicht ausreden lassen. Ich habe gesagt, Insa, Amo, Insa, alleine, oder hast du kein Problem, Scheiße, bitte nicht. Oh, jetzt kommt was, ich hab das. Schämst du dich nicht, Charo, schämst du dich nicht, was für ein. Ah, das ist schon heftig. Das ist schon heftig, also. Ich kann natürlich Manus Wut komplett nachvollziehen. Weil er hat gerade so viel Stress, oder ich habe so viel mit. Also das Problem ist, es staut sich auch. Der hat keine Kraft mehr so viel Hass für nichts. Wir haben früher Kriege geführt, da gab es Gründe. Der wurde berührt, angefasst, die Walla. Schwester von denen, die Mutter von denen. Es ging um Geld, es ging um Brot, es ging um. Okay, ein Wort ist gefallen, aber hier ist ja wirklich nichts. So. Lügner, du bist. Weil er Pastramis ja natürlich gesagt hat. Oder was war der Grund? Nein, das ging ja vom Mann. Ah, diese mit Pfeffer, ja, okay, hab ich gesehen. Das ging von was anderes aus, genau. Ein dreckiger Lügner, was du bist. Lügen. Dann wird uns gesagt, ihm geht's nicht gut. Wir dürfen nicht vergessen, die Pampers-Geschichte, die war, ne, guck mal, was für Lügen man über Menschen erfindet. Ne, so, dass da keiner aufschreit, ja, wie kann man sowas sagen, aber das ist egal. Was ist die alter, Pampers, alter Hut. Er hat ja irgendeine Geschichte erzählt, aber ist egal. Alter Hut, ne? Aber nur als zum Anmerken für die Shababs. Ne? Dann wird uns gesagt, ihm geht's nicht gut. Ich sag nicht warum, wieso, weshalb. Vielleicht wird euch das eines Tages selber gesagt. Erzählen. Okay? Ihm geht's nicht gut. Wir sagen, Walla, so ist das. Der Mann sagt, ja, Walla, so und so und so. Ich sag, okay, weißt du was? Alles. Wir machen wieder. Meine Hand ist auf meinem Kopf festgewachsen, so oft wie ich den gemacht habe. Guck jetzt wohl. Meine Hand ist hier festgewachsen, ja, dem. Hier ist meine Hand, hier. Ich muss den ganzen Tag so rumlaufen, so, so. Merhaba, so, immer so, kein Problem. Arasi, gesagt, Arasi. Kein Wunder, ich bin letztes Mal Studiengang, Manu saß auf Stuhl so. Eigentlich sitzt man ja so, auf chillig. Man sitzt so, Manu saß so. Falls einer schon in den um was bittet, damit er doch alles an der Rasse. Du bist auf meinen Kopf. Walla, das ist eine geile Stelle, Alter. Walla, ich küsse doch sein Herz. Ja, dem. Hier ist meine Hand, hier. Ich muss den ganzen Tag so rumlaufen, so. So. Merhaba, salam. So, immer so, kein Problem. Arasi. Gesagt, Arasi, Walla. Das Problem ist, Freunde, das ist schon irgendwie lustig, aber das ist auch traurig irgendwo. Weil, guck mal, wie die Menschen gutherzige so ausnutzen. Deswegen, der rast aus. Guck mal, halt, ich sag doch tausendmal auf meinen Kopf, die bauen sich darauf dann was auf. Verstehst du, die Leute, du gibst den Finger, die nehmen ganze Hand. So, weißt du, ich meine, irgendwann ist platzt man, ne? Wegen den ganzen Baustellen, die ganzen Leute, es gibt ja noch viel, viel mehr auf der Liste, die jedes Mal was wollen und nicht aufhören, hartnäckig sind, weil die einfach, keine Ahnung, was sie sich erhoffen, weil die kein eigenes Leben haben. Mann, Alter, die haben selber nichts erreicht und den ganzen Tag nur am Bellen. Weißt du? Alter. Mein Kopf ist viereckig geworden von Alarasi. Ich kann nicht mehr. Alarasi. Bis wohin? Ja, Walla, bis wohin? In welche Situation bringst du diesen alten, Onkel? In welche Situation bringst du deinen älteren Bruder? In welche Situation, ja, Allah, in welche Situation bringst du deinen kleinen Bruder? Dein kleiner Bruder, der normalerweise zu dir aufgucken muss. Er guckt normalerweise zu dir auf, er muss von dir lernen. Und was machst du? Du machst das Wort von allen dreien kaputt, du! Jetzt ist er wirklich sauer, ich höre das. Oh. Komm zu dir! Okay, das war natürlich sehr, sehr hart. Lass mich in Ruhe, Charo, aber lass mich in Ruhe! Was soll ich euch sagen, ne? Andi, lass mich in Ruhe! Was soll ich euch sagen? Ich hab mit dir nichts zu tun, lass mich in Ruhe, Charo!
So, die Piraten, oh, ahoi, Oma Bade, so, was machst du da? Was machst du? Ach, Charo, lass ihn doch endlich in Ruhe. Du lügst die Leute an. Du lügst die Leute an, du lügst. Du lügst, weil du denkst, ja, so kann ich das retten. Ich sag jetzt, Manuel muss sich entschuldigen. Ich mal, hat sich am Telefon entschuldigt. Bei Allah, keiner hat sich entschuldigt. Schwöre, dass ich mich entschuldigt habe bei dir am Telefon. Schwöre das auf den Mus'haf. Leg deine Hand auf den Koran und schwör das. Ist das Selemi Int? Ist das Selemi Int? Wenn du Mann bist, den Mus'haf und schwör. Tu deine Hand auf den Koran. Für die Leute, die nicht wissen, Mus'haf heißt Koran. Charo, hör auf. Lass uns in Ruhe, Charo. Geh deinen Geschäften nach, verkauf Pastrami, verkauf Döner, verkauf. Verkauf keine Ahnung, was du verkaufst. Verkauf Pastrami. Halt. Der lass hat sein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Verkauf Pastrami. Verkauf irgendwas. Nur lass mich in Ruhe. La geh vor meine Eier. La geh. Dass lass der keine grauen Ruhe, Haare hat, wundert mich halt. Zu dir. Ja. Also ich muss sagen, Manu ist wirklich einer der Menschen, die wirklich von Jahr zu Jahr irgendwie jünger aussehen, Digga. Guck mich mal an, ich schrei einmal drei neue graue Haare. Ich schwör's dir, Alter. Okay, und zu dir und lass uns in Ruhe. Lass uns in Ruhe. Und das gilt für alle anderen auch. Das, was ich jetzt gesagt habe, gilt für alle anderen im Internet auch. Lasst mich in Ruhe. Pastrowman. Lasst mich in Ruhe. Ich bin seit 20 Jahren aufrecht durchs Leben gegangen. Aufrecht. Seid ihr immer noch bei dem Boxkampf? Deswegen war es so lustig? Ich schwöre, kein Rapper in Deutschland hat sich seinen Respekt von seinem Kontrahenten so verdient wie ich. Ich habe meinen Respekt verdient mit einer Niederlage, wo ich am Boden lag. Weil ich groß geredet habe. Aber ich bin wieder aufgestanden. Wie ein Mann. Ich bin nicht gegangen, hab rumgeheult oder Anzeigen gemacht oder hab das Land verlassen, so wie andere. Ich bin aufgestanden wie ein Mann und ich habe gesagt, weiter geht's. Das ist auch einer der Probleme, Freunde. Viele glauben, dass danke, Leute, ich liebe euch auch. Viele glauben, dass die Niederlage von Manuelsen den schwach gemacht hat. Ihn schwach gemacht hat oder was Schlechtes ist. Leute, eine Niederlage im Kampfsport gehört zum Leben. Und was man daraus macht, das zeigt einen Champion. Machst du weiter oder nicht? Hängst du die Boxhandschuhe an den Nagel? Was hat Manuelsen gemacht? Er hat weitergemacht. Obwohl es Memes gab, obwohl sie lustig gemacht haben, weil er verloren hat, was überhaupt keine Schande ist. Die Leute sollen erstmal in einen Boxkampf reingehen. Die sollen erstmal das machen, was er gemacht hat. Ja? So, und ich glaube, die Leute haben vergessen, dass Manu die letzten 20 Jahre nicht mal Sport gemacht hat und was weiß ich was Umstände hatte und dann auf einmal wird er in so einen Boxkampf verwickelt und dann hat er das einfach gemacht. Hätte er nicht mal machen müssen. Was hat er gemacht? Er hat ein zweites Mal gekämpft. Er hat ein drittes Mal gekämpft. Und jetzt kämpft er ein viertes Mal. Danke, Ultras. So einfach ist das. Entweder bist du ein Macher oder nicht. Oder ein Kracher. Bist du ein Macher oder bist du ein Kracher? Kracher. So. Oder ein Kacker. So, oder? Ein Kacker oder ein Kracher. Versteht ihr, was ich meine? Und das gehört respektiert. Ob man Manuelsen mag oder ob man ihn nicht mag, das spielt überhaupt keine Rolle. Er hat Respekt verdient. Allein schon, dass er überhaupt in den Ring gegangen ist, allein schon, dass er das gemacht hat und gut ist, fertig aus. Fertig. Bis ich das gekriegt habe, was ich wollte, meinen Respekt. Und den habe ich bekommen. Mission complete. Kein anderer Rapper hat sich seinen Respekt verdient wie ich. Ich habe seit 20 Jahren lang stabile, unschlagbare Mucke abgeliefert. 20 Jahre lang. Ich bin 20 Jahre lang in jeden Streit nur mit Hack gegangen, mit Recht. Mit Recht bin ich gegangen. Ich habe 20 Jahre lang für diese Szene, für dieses Ruhrgebiet, für NRW, für alle Nationen, für alle unterdrückten Völker, habe ich mich eingesetzt. Ich habe alles gemacht. Ich habe bestimmt 20 Leuten ein Leben gegeben, eine Karriere verschafft. Ja, das stimmt natürlich auch. Manuelsen hat viele Künstler gepusht. Er hat vieles nach oben gepusht, was Hip-Hop angeht, Musik angeht. Wenn ich an meine Zeit von früher mich dran erinnere, wie ich mit Musik angefangen habe, damals die Pottweiler Gang, P.A., Casey, dann Wasel später, wir waren eine riesen Crew und Manuelsen war nun mal das Zugpferd auch irgendwo. Irgendwann habe ich natürlich auch mein eigenes Ding gemacht. Also hat Manuelsen nicht rausgebracht? Nein, der hat mich nicht rausgebracht. Also würdest aber du jetzt heute nicht hier sitzen?
wenn es Manuelsen nicht gehen würde? Er ist natürlich ein... Gibst du ihm jetzt seinen Hack oder nicht? Ich gebe ihm immer meinen Gib Hack. Gib ihm seinen Hack. Eure gute Zeit war HDF-Zeit und so. Nee, man muss sagen, also Manu ist einer von den Menschen, die mich damals auch immer Support haben. Und das kann keiner, das kann natürlich keiner abstreiten, dass Manu viel gemacht hat. Ne? Ich habe natürlich sehr, sehr früh, natürlich war ich dann bei German Dream, bei Echo. B. Irgendwann. HDF-Zeit. Echt? Ja, guten Morgen, du bist der. Ich küsse, wir reden. Bruder, ich habe von Echo, Bruder, ich mag Echo. Soll ich wieder anfangen? Warte. Soll ich wieder anfangen? Bruder, wir reden von Hip-Hop, nicht von deinen Straßen. Bruder, ich kenne nichts von Echo, nichts. Ich mag ihn nicht und ich kenne ihn nicht. Halas, okay, du magst ihn nicht. Aber ich war bei denen und so früher, so lange Geschichten. Kleiner German Dream Boy. Baby, baby. Ja, alles klar. Ich war der letzte Dreamer sozusagen. Du bist mit, noch heute das letzte. Die letzte. Kleiner Schlager. Sind fresh. Ne, also muss man sagen, also wir haben damals die harte Schule durchgemacht und Manu hat sehr vielen Leuten geholfen und hat Leuten wirklich viele, viele Türen aufgemacht und dafür, das kann man Manuelsen nicht absprechen, ne? Muss man sagen. Und die Leute, die auch immer sagen, ja, der Manu, der ist mal das, der ist mal dies, man, könnt erstmal eure eigene Muttersprache. Mann, der Manu spricht 8 Sprachen, Digga. Das gehört respektiert, Alter. Ja, wir sind dafür da, dass sich die Menschen aneinander kennenlernen, dass die Völker sich kennenlernen und hast nicht gesehen. So, man muss ehrlich sagen, Alter, dass der Manu da schon wirklich sehr, sehr vielen Menschen eine ganze Nasenlänge voraus ist, Alter. Und hab bis heute kein Danke gekriegt. Habt ihr mich beschweren hören? Nein. Okay? Es gibt keinen Menschen, frag Jihad, hier ist Jihad, frag ihn. Er kennt mich 20 Jahre, über 20. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der jemals von mir ein Nein gehört hat. Auch wenn ich nichts davon hatte. Manchmal, in den meisten Fällen hatte ich nie was davon. Trotzdem hat nie jemand ein Nein von mir gehört. Ich habe jedem geholfen, ich habe jedem die Hand gereicht. Ich habe jeden gepusht, jeden mitgezogen, jeden verdienen lassen, immer geteilt. Und das ist der Dank? Nein, stopp, du hast was Falsches gesagt. Manu, trinkt noch mal ein Stück von der Fanta. Am Ende des Tages haben die mehr verdient als du. Und hast trotz allem dem noch nicht den Mund aufgemacht. Sag dein! So, verstehst du? Aber egal. Du hast gerade aus deinem Herz geredet, das finde ich sehr gut, dass du das nochmal gesagt hast. Leute sollen aufhören. Hört auf! Wallah, ich schwöre es dir. Auf jeden Fall. Wallah, ich sag euch ehrlich, nur in Deutschland ist das so. Du sprichst 8 Sprachen, die sagen, guck mal, der weiß nicht, wo der herkommt. Du fährst in Deutschland ein dickes Auto, der Hurensohn. Der Hurensohn, Autos von seinem Onkel. Leasing. Du Hund, guck mal, dass du überhaupt fähig bist, eine Kreditkarte zu kriegen. Du mit deinem P-Konto. Wallah, guck mal, ob du dir dieses Leasing überhaupt leisten kannst. Leasing. Mein Cousin hat den früher der fährt heute Mercedes. In Deutschland, ich schwöre bei Gott, ist es so eine Neidkultur. Richtig, Bruder. Keiner gönnt dir was. Ich schwöre bei Gott, wie ekelhaft ist das? In Amerika, du fährst ein fettes Auto, ich schwöre bei Gott, 100 Menschen direkt von anderen Straßen sagen, ey, Respekt, Bro, Respekt, dies, das. Weil du was geschafft hast. Hier, der kann nix. Bruder, wo sind wir gelandet? Deutschland. Voll. Voilà, leider. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Deutschland. Warum? Überdenk mal dein Statement. Sei Mann genug, geh raus und bieg das Ding wieder nochmal gerade. Ne? Und keiner soll uns auf jeden Fall anrufen, weil den Rat haben wir zu viel gemacht. Ne? Diesmal sollen deine Brüder nochmal bei dir anrufen und ich hoffe, du gibst denen den Rat, den wir denen gegeben haben. Und weitergeben. Kein Problem. Rat, hier. So. Hier. Rat, kein Problem. Deswegen, geh raus, mach das gerade. Und wenn du weiter auf cool machen willst, und weiter auf den Harten spielen willst, und weiter auf ich bin ich und keiner kann mir was, ana und ma fi ghayri, Habibi, Allahu al-Akbir, vergiss das nicht. Früher oder später fällt jeder. Fällt jeder. Okay? Wenn du trinkst, wie Wasser verlierst. Fällt jeder. Bevor es zu spät ist, setz dich nochmal hin, überdenk alles nochmal ganz in Ruhe, Charo. Sehe das auch jetzt gar nicht als eine Möglichkeit, oh, die haben wieder was gesagt, jetzt kann ich wieder reagieren und weitermachen. Und das, über dieses Back-and-Forth-Spiel sind wir vorbei. Es ist vorbei. Okay? Guck mal, nochmal. Lass uns in Ruhe, Charo. Lass uns einfach in Ruhe. Mach auch keine dummen Witzchen oder keine dummen Anspielchen. Guck mal, du willst doch Geschäft machen. Du hast doch so viel Verantwortung für deine Mitarbeiter, was du gesagt hast. Lass uns in Ruhe, Charo. Charo, lass uns in Ruhe. Lass uns in Ruhe.
Wir wollen von dir nichts. Lass uns in Ruhe. Und du willst ja auch nichts von uns, weil das ist ja gar nicht deine, dein Becken, wo du gerne schwimmen willst. Du willst ja in einem anderen Becken. Nein, das ist nicht dein Niveau. Sein, okay, ja, ich wollte jetzt anders sagen. Halt, ist nicht dein Schwimmbecken, wo du mitschwimmen willst. Deswegen schwimm woanders, weil wir sind die Piraten. Ist gut. Pirat ist gut zu sein. Walla, wegen diesen alle Piraten. Die Reichen geworden. Geben das die Armen. Walla, alles wegen dir. Wegen diesen alle Piraten geworden, Alter. Hast du gesehen, Bruder? Schau, fängt jede Story mit Ahoi an. Ja, wegen mir. Ich hab diese Ahoi-Piraten schon. Egal. Ich muss mal jetzt langsam die Piratenbande aktivieren. Was war das so? Und, oh ne, Robin Hood war das. Somalia-Style. Den Reichen beklauen und den Armen geben. Ja. Auf jeden Fall, das ist der Punkt. Dankeschön, Sohrab. Guck mal, der Name. Dir das doppelt, inshallah. Ja. Was war's eigentlich? Was das eigentlich? Kurzer Stream, jetzt wisst ihr Bescheid, was ihr wollt damit. Der Lasche war, ich küsse euer Herz. Wir sehen uns später. Assalamu alaikum. Ja, das war natürlich das kurze und knackige Manuelsen-Statement, wo ich natürlich ihm voll und ganz zustimme und natürlich auch liebe, liebe Grüße an Jihad. Sehr emotionales Statement, natürlich für die einen oder anderen, auch für uns, muss ich auch ehrlich sagen, war zwischendurch ist auch ein bisschen lustig, aber man darf nicht vergessen, dass da echte Emotionen im Spiel sind, dass das einem Menschen auch nahe geht, weil diese Abfackerei, das ist jahrelange angestaute Wut einfach. Respekt, dass 100%. Er noch ruhig ist, Bruder. Respekt, dass er noch nichts gemacht hat.